Moin Leute, was geht und damit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Clouds. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein riesen Loot Chest Opening gehabt. Wir haben insgesamt 14 Legendary Loot Chests geöffnet und halt noch jede Menge Epic und Good und Greater mehr, die wir dann irgendwie aus den Legendary noch rausbekommen haben. Also wir haben noch locker 100 Goods geöffnet und keine Ahnung. Waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Dann haben wir noch die ganzen Rüstungsteile endlich mal eingeschmolzen. Wir haben jetzt richtig Platz hier wieder. Einfach nur geil. Ja, heute, also übrigens, wir haben jetzt hier eine schöne Quantumhose. Wir können jetzt richtig schnell sprinten damit. Das ist auf jeden Fall nice. Müssen aber auf jeden Fall mal gucken, dass wir mal so eine MFSU bauen, dass wir die auch aufladen können. Aber das machen wir nicht heute, das machen wir mal anders. Noch haben wir ja eine Menge Strom drauf, also. Ja, das reicht erstmal noch. Ja gut. Heute wollte ich jetzt erstmal wollten wir mal wieder was Sinnvolles machen. Ich hab übrigens auch noch ein Creative Jetpack bekommen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das so nutzen will, weil das ist mir ein bisschen zu OP, ehrlich gesagt. Weil wie unendlich lange fliegen. Ach, come on. Finde ich irgendwie nicht so der Hit. Heute wollen wir jetzt hier weitermachen. Aber ja, erstmal wollen wir den Scheiß hier nochmal ein bisschen boosten. Weil wir haben ja hier folgendes Problem. Das wird hier alles verarbeitet. Ja, ist alles schön und gut. Aber das steht hier immer alles eine ganze Weile leer. Also hier passt nicht unbedingt immer. Also beziehungsweise da kommt mal zwischendurch mal ein bisschen was an. Jetzt kommt gleich wahrscheinlich so ein Gravel. Genau, jetzt ist einer durch. Und der wird jetzt verarbeitet. Wow. Wirklich wow. Hat jetzt ein bisschen was rausgegeben. Und dann steht das Ding wieder leer. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir holen einfach noch nicht die maximale Leistung raus, der Liebe. Und deshalb. Ich will mal wieder, dass da irgendwas verstopft. Deshalb wollen wir heute mal die Speed-Upgrades bauen. Jetzt wird das Gunpowder weggeschmissen. Alles klar. Wir wollen heute mal Speed-Upgrades bauen. Und damit werden wir jetzt auch gleich anfangen. Wir haben nur ein kleines Problemchen. Das ist mir halt gestern aufgefallen, als ich das halt schon mal gemacht habe. Also ich habe ja einmal, musste ja einmal Backup laden, weil mir die Aufnahme verloren gegangen war. Da war mir aufgefallen, dass wir. Es gibt so ein kleines Problem beim Strom. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Wir haben ja hier die Capacitor Bank. 1.000.011, alles kein Problem. Nur das Ganze hat nur einen Max-Output von 1.011 pro Tick und das ist nachher zu wenig. Wir brauchen viel mehr. Und deshalb würde ich mal dann eine neue Capacitor Bank bauen und zwar eine bessere Capacitor Bank. Am besten eine Vibrant Capacitor Bank, während wir dann schon mal mit den Speed-Upgrades beginnen. Wir brauchen ja für die Speed-Upgrades nämlich diese Scheiße hier. Wir haben insgesamt 5 Maschinen. 5 mal 8 sind 40. Wir brauchen dazu immer noch ein Energy Upgrade, also 80. Echt jetzt? So viel? 1, 2, 3, 4, 5, genau. 5 mal 8 sind 40. 80, 160 von diesen Dingern hier. 160, das sind auf jeden Fall 128, 130. 160 waren es, oder? Ja. Also 256. Das nehme ich mir jetzt gleich mal raus. Und das gleiche brauchen wir natürlich dann auch noch in Form von Eisen. Kannst ja schon mal anfangen. So. Genau, das kann nämlich währenddessen wir die Vibrant Kacke da bauen, nämlich schon mal arbeiten tatsächlich. So. Die brauchen wir nämlich dafür. So, wir müssen ganz kurz mal was essen. Ja. Und dann werden wir mal eine Vibrant Capacitor Bank bauen. Alles schnelle Rennen, das ist in einer Hinsicht ein Segen, in einer Hinsicht sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. So, eine Vibrant Capacitor Bank. Wir brauchen dafür 4 Electric Steel, das ist kein Problem. Und eine Menge Vibrant Alloy. Ja. Insgesamt
9 Stück. Die wollen wir dann mal machen. Wir können natürlich auch mal Redstone, Gold und nicht Draconium. Draconium bitte nicht. Und Glowstone, so. Wir müssen erstmal die Vorstufe machen. Das dauert mir natürlich jetzt gleich mal schön ein bisschen zu lange, aber können wir jetzt nicht ändern. Ich würde da einfach mal so ein Stack oder so mal machen. Also 16 besser gesagt. Dafür haben wir ja die Enderperlen. Genau. Wir können auch mal, wenn wir keine Enderperlen mehr haben, können wir auch mal wieder ein paar Ender-Lily-Seeds oder so. Mal Enderperlen quasi. 9 Stück brauchen wir. Die wir dann mal ganz schnell fertig machen. So. Machen wir schnell Wipe und dann machen wir den Rest gleich durch. Und natürlich weiter, ist klar. Hier gucken wir auch mal. Ja, da kann man mal ein bisschen nachlegen. Wir müssen ja gerade ein bisschen warten hier. Ist halt leider so. Und warte, im Energetic Alloy brauchen wir ja auch noch 4, 8. Brauchen wir 16 davon ja trotzdem nochmal. Huch. Müssen wir gleich auch nochmal machen. Weil die paar Vibrant Alloy bringen uns jetzt nicht so viel. Ehrlich gesagt. So. Wir brauchen ja erstmal noch die Vorstufe. Huch. Wir können aber schon mal das Gerät hier craften. Da braucht man Emerald und diese Nuggets. Wobei ich erstmal gucken will, haben wir eventuell so eine Nuggets? Nee, haben wir nicht, aber ja, hätten ja auch noch so zwei Ripened Alloy noch umfliegen gehabt. Na egal. Gut, einmal ein Emerald. Dann mache ich einmal so. Dann gibt es ja mal Ripened Alloy Nuggets. Dann machen wir einmal so. Haben wir den Ripened Crystal. Jetzt brauchen wir bloß noch das. Da brauchen wir noch 4 Glowstones. Das sind 16 Dust sozusagen. 16 Dust. Huch. Also 4 Glowstones. Genau. Und dann brauchen wir Coal Dust. Warte mal. Double Layer. Wir brauchen also 8. Ja, 8 Kohle brauchen wir noch. Die wir nochmal schnell pulverisen hier. Nein. Nur 8 bitte. Also ab in Crusher damit. Das geht ja zum Glück sehr schnell. So, was sagt der so? Na, wir können schon mal ein bisschen nachlegen hier. So. Und dann brauchen wir wieder die doppelte Anzahl, also 16 hiervon. Das bedeutet 16 Copper, 32 Redstone. Okay. Machen wir 16 Copper. ...32 Redstone. Und so eine Gold Nuggets. Die haben wir aber bestimmt noch oben, oder? Oder haben wir die... Haben auch noch welche oben, alles klar. Ich weiß nicht, ob die reichen. Die reichen. Die reichen, Punkt. So. So, genau. Haben wir 16 Basic Capacitoren. So, so. Okay. Alles klar, dann haben wir das schon mal auf jeden Fall vorgecraftet. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Menge. Das heißt, wir können ihn jetzt auch eigentlich schon bauen. Wir brauchen jetzt erstmal solche hier, genau. So, dann brauchen wir. Dann machen wir einmal diesen hier und so. Dann haben wir diese hier, die Octatic Capacitoren.
Dann brauche ich 4 Electrical Steel. Das brauchen wir nicht ganz so oft, aber haben wir en masse tatsächlich. Aufgrund der Lootbags, die wir ja mal geöffnet haben. Und da haben wir eine Wipe mit Capacitor Bank. Nice. So, genau. Dann würde ich mal sagen, ich werde die jetzt mal ablösen und mal die hinsetzen. Das Problem ist nur Output. Okay, das Kabel füllt sich wieder. Nice. Ja, jetzt machen wir gerade minus RF, aber das ist nicht schlimm. So, die schafft schon 25.000 RF pro Tick. Wechsel mal eben. Genau. Ja, ist doch perfekt. Dann haben wir jetzt auch für die Ender Energy Conduits auf jeden Fall eine bessere Energiezufuhr. Jetzt machen wir wieder Plus. Na gut. Alles klar. Das Ding füllt sich jetzt erstmal. Diese können wir ja theoretisch auslaufen lassen. Ich möchte aber, dass du da drinnen nur ein Output hast. So, dann kann die auslaufen hier und dann ist gut. Den Strom können wir ja noch benutzen. Oder pass mal auf. Jetzt machen wir noch Legitter. Wir machen es einfach hier ran. So, die soll sich einfach leeren. Dann kann das hier problemfrei rein. Und dann passt das schon. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine bessere Produktion. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Speed Upgrades. Den hier wollen wir. Genau. Wir brauchen insgesamt 8, 16, 24, 32, 40 Stück. Das heißt 40 Osmium. Und 40 Gold nochmal für die Energy Upgrades dann. Ihr werdet sehen, wie ich es meine. Beziehungsweise, wenn ihr die Rezepte kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Oder worauf ich hinaus will. Das können wir dann schon mal crushen hier. So, das ist jetzt schon durch. Das ist gut. Nein, warte mal. Ein Stack so, ein Stack so und die teilen wir so auf. Genau, 40. So, genau. Auch gleich fertig. Okay, dann haben wir schon mal die 40 Osmium das. Das ist dann schon mal für Speed ganz gut. So, wir brauchen natürlich jetzt auch noch Glas. Das hole ich mal hier schnell raus. Das haben wir ja alles da. So, einmal so. Und hier brauchen wir das dann auch nochmal, wenn es dann durch ist. Das dauert aber noch ganz kurz. Das heißt, ich gib denen schon mal die Speed-Upgrades. So, und dann werden wir gleich ein anderes Problem feststellen. Wir werden es gleich feststellen. Ihr wisst dann gleich, was ich meine. Hoffe ich, dass das jetzt auch passiert. Wenn nicht, wäre das jetzt nicht so. Pralle. So, jetzt sind erstmal die Energy Upgrades. Die machen wir so. Das Glas kann wieder zurück. 1,5 Stacks bleiben über. Kein Problem. Weil bei den Speed Upgrades, wir haben da jetzt einfach folgendes Problem. Und zwar, da kommt nicht mehr genug Strom. Das hängt einfach damit zusammen, weil der gar nicht. Der schafft den Input gar nicht. Ja, ist so. Wenn ihr Speed-Upgrades in der Mechanism-Maschine macht, müsst ihr immer Energy-Upgrades einsetzen. Das funktioniert nämlich gar nicht. Das verträgt sich nämlich nicht.
So gut. Jetzt steht es erstmal komplett, weil der jetzt erstmal ganz viel Energie hier füllen muss. Genau. Ja, der muss jetzt erstmal ja ganz schnell die Maschinen füllen hier. Schafft er natürlich auch, hoffe ich. So. Auch 0 RF, eiskalt. 0 RF. Wir produzieren gerade so wenig. Yo, wir produzieren gerade so wenig. Oder ist das einfach gerade zu viel auf einmal? Das kann natürlich auch sein. Weil ich meine, es füllt sich ja. Es wird ja plus. Wir produzieren halt einfach gerade zu wenig, um das jetzt mal problemlos hier eben alles füllen zu können. Einfach zu viel Saft gerade, weil wir ja nicht so viel parat haben hier. Aber es füllt sich ja schon, von daher. Also passt das schon. So, hier sehen wir jetzt auch schon, dass wir eine Menge Cobblestone benötigen. Wir brauchen hier bald mal noch ein paar mehr World Interaction Upgrades. Und darum würde ich mich auch gleich mal noch kümmern. Also du bist schon mal voll jetzt hier. Der ist jetzt auch langsam voll. Der füllt sich als nächstes. Der füllt sich irgendwie gar nicht. Füllt sich denn jetzt hier als nächstes? Welcher Sack? Oder ihr? Nee. Wer füllt sich denn jetzt hier als nächstes? Ach doch, da kommt jetzt auch langsam wieder Strom an. Oder willst du mir jetzt gerade sagen, dass wir echt zu wenig produzieren hier? Willst du mir gerade nicht erzählen? Wir produzieren gerade wirklich zu wenig. Alter Schwede. Na, mal sehen, ob das. Ob er sich vielleicht noch inkriegt hier. Ja, guck, schafft er. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir produzieren zu wenig, um das alles mal so eben zum Laufen zu. Die haben sich jetzt hier problemlos gefüllt, aber hier füllt sich nichts. Die Windmühlen rattern sich ja ab, aber sowas von. Wir produzieren zu wenig Strom, als ob. Als ob ich das nochmal erleben, dass wir zu wenig Strom produzieren. Alter Schwede. Das macht mir gerade in der Hinsicht ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt. Aber es geht noch. Weil die sind ja voll hier. Wir produzieren gerade auch nicht zu viel, nicht zu wenig. Tatsächlich. Ja, wir haben ein bisschen zu wenig Strom. Ist nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Ein besserer Windpark oder was? Muss mal gucken, wie wir Strom machen. Mit Hyalurium, Big Reactor oder sowas? Nee. Möchte ich eigentlich gar nicht mal so. Kann man denn noch perfekt Strom machen? Ich guck mal ganz kurz mal ein paar Generatoren ab. Generator. Wir haben doch ein 64er Lava Generator. Und eine Lava-Produktion. Wir könnten hier eine unterstützende Produktion machen.
mit dem 64er. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das nicht so gut funktioniert, ey, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Aber man könnte unterstützend produzieren. Noch so ein bisschen. So halt, aber das wird nicht funktionieren, was Lava angeht hier. Höchstwahrscheinlich. Und werden wir zu wenig producen hier. Haben wir hier eigentlich irgendwo noch Stromkabel? Warte mal, wenn ich das abbaue, bleibt erhalten, okay. Dann setze ich die einfach jetzt hier mal ran. Dann hole ich mal einfach ein paar Stromkabel noch. Ach, da ist gleich ein Strom. Ach, da ist ein Kabel schon drauf. Ach so. Oder passt doch perfekt. Dann kann das hier noch ein bisschen unterstützend mal die Lava alle machen. Man könnte natürlich diese Produktion auch mal viel besser machen, noch mit Pyrotherium und so. Warum habe ich eigentlich das bisher noch nicht gemacht? Das weiß ich auch noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Könnte man auch noch, aber dann haben wir halt mal etwas unterstützende Produktion. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Aber ist noch keine perfekte Lösung. Jetzt klappt das erstmal ganz gut. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Wir machen auf jeden Fall ein Minimal Plus jetzt hier gerade noch. Warte mal. Ja, dann können wir natürlich auch das hier rausnehmen. Rein theoretisch jetzt mal. Aber da schwitzt die Zelle schon ganz gut tatsächlich. Diese Vibrant Cell. Ja. Die schwitzt schon gut. Ist das wahrscheinlich auch gleich mal leer wieder? Ja, wir haben keine Lava mehr. Geil. Und wenn wir keine Lava mehr haben und das alles, dann. Wir haben gar nicht genug Strom. Wir haben einfach echt nicht genug Strom. Dann würde ich mal sagen, lass uns mal noch einen zweiten Windpark bauen will oder so. Ja, müssen wir ja. Wir müssen ja irgendwie noch Strom produzieren. Also würde ich sagen, die Insel ist da nochmal genau gleich groß. Lass uns da nochmal Strom machen oder sowas. Weil das ist, finde ich, doch die verlässliche Stromquelle, weil die ist nicht negativ behaftet hier. Also, fällt nie aus. Dies läuft immer. Dann lass uns das machen. Das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte, aber was willst du sonst machen? Wir können ja erstmal noch das andere machen, was ich machen wollte. Und zwar, wir wollen ja, ich wollte jetzt hier weitermachen. Dafür brauchen wir Crafter. Weil das Problem ist, das verstopft hier. Und zwar sowas von. Und zwar mit Material, von dem wir einfach en masse haben. Es ist leider so. Ja. Es verstopft einfach mit Material, was en masse da ist. Deswegen brauchen wir einfach einen Crafter. So, für einen Crafter. Brauchen wir Zombie-Kopf. Und Zombie-Kopf kann man aus einem Wither-Kopf machen. So. Wither Skeleton Skull. Das ist auch, kann man auch als Seed machen. Oder kann man noch Zombie-Köpfe machen? Nee.
Es gibt keine Möglichkeit, dass da wir. Es geht nur über Wither. Das ist aber nicht schlimm. Dann machen wir einfach Wither. Wither Skeleton Skull. Da kann man dann Seeds machen. Und die könnte man züchten. Und dann kann man immer Wither-Köpfe züchten. Habe ich mir so gedacht. Das Ganze kann man eigentlich folgendermaßen ganz gut machen. Wither Skeletons kriegt man ja ganz easy, indem man einfach Skeletons in Witchwater baden lässt. Also in den Witchwater von Ex Nihilo. Rein quasi. Und ja, Mob Essence haben wir. Das bedeutet, man könnte eigentlich so einen Mob-Spawner machen. Und die machen wir jetzt einfach mal. Einfach mal so einen schicken Mob-Spawner. Nee, Quatsch, nicht Mob-Spawner, sondern Auto-Spawner heißt das Ding, genau. Ja, damit fange ich jetzt einfach mal an. Ich brauche auf jeden Fall Magma Slimes oder sowas. Gestern hatte ich sie aus den Loot Chests gezogen, heute habe ich sie leider nicht mehr, oder? Magma. Cube. Nö. Diesmal habe ich leider keine Spawn-Eier. Habe ich wenigstens Ghasts zufällig? Oder bin ich jetzt hier gearscht dieses Mal? Weiß ich nicht. Spawn Ghast. Ja, wie auch. Der wird mir das ja auch nicht anzeigen. Ja doch, Ghasts haben wir hier. Das ist das Spawn Egg. Aber Magma Cubes haben wir nicht. Das ist natürlich nicht schön. Dann müssen wir das diesmal anders machen. Magma Slime macht man mit Slime und Blaze Powder bzw. Blue Slime. Ja, Blue Slime haben wir hier ja auch. Da brauchen wir einfach Blaze Powder. Das ist natürlich auch relativ easy, sagen wir mal so. Aber nur relativ. So, guck. Da können wir einfach mal einen Slime killen hier. Und dann kriegen wir genau zwei Slime raus. Nice. Das hat ja ganz gut gepasst, dann brauchen wir einfach bloß Blaze Powder. Blaze Powder, ja, Blaze Powder, easy. Blaze Powder kriegt man ja aus dem Sieb raus, das haben wir hier. Und Mastern haben wir auch Magma Cream. So, das war jetzt nicht das Problem. Autos. Born, ja. So. Zwei Emeralds, ein Redstone Reception Coil. Gucken wir mal. Zwei Emeralds, zwei Redstone, ein Gold. Ist schon schön, wenn man so schnell rennen kann, tatsächlich. Also, ich fühle mich richtig schnell hier gerade. So, Nether Ward haben wir hier. Oder auch nicht. Irgendwie keine Nether Wards. Was? Was? Seeds? Ach, als Seed habe ich das abgestempelt. Achso. Na gut, man kann es als Seed benutzen. So ist es jetzt nicht. Man kann die anpflanzen. So, Plastic Sheet haben wir genau zwei. Das passt ja perfekt. Und ein Basic Machine Frame haben wir doch bestimmt unten. Noch rumfliegen. Haben wir, ja. Okay. Und haben wir auch einen Autospawner. Nice. Ich habe mir dafür einfach mal diesen Raum hier ausgeguckt. Man könnte natürlich auch den Raum nehmen, aber ich mache das hier. Wir brauchen natürlich jetzt ja auch noch eine Stromzufuhr und eine Energiezufuhr. Die könnte man eigentlich beides von der Mobs-Farm wegzerren. Wenn du so willst. Ich denke mal, ich mache das auch. So, da brauchen wir dann natürlich Flutkabel und Energiekabel. Weil gerade so von der... Von da möchte ich jetzt nicht so viel Strom wegsnacken, ehrlich gesagt. Deswegen bepowern wir das einfach mal darüber. Man kann die Mob-Farm auch mal später noch ans Hauptnetz anschließen, klar, aber... Muss man jetzt erstmal noch nicht zwangsläufig. So. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass wir noch mehr...
Kabel brauchen, deshalb werden wir hier noch einige davon. Werde ich einfach mal ein paar machen. Ja, ich denke mal, wir gucken erstmal, wie weit wir kommen. Ich werde das jetzt erstmal mit Strom versorgen. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Jetpack-Fuel. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass wir da jetzt nicht abkacken. Warte mal. Ganz kurz mal. Ach, scheiße. Jetzt macht er das. Nee, mach da mal ganz kurz Insert. Und dann, ach scheiße, ich brauche mal wieder so einen Crescent Hammer. Der ist leider, habe ich ja letzte Folge leider mal weggeschmissen. Das war nicht so nett. Von mir selber tatsächlich, aber kann ja mal passieren. Ich gucke einfach mal bei Hammer. So, das Ding hier möchte ich. Ein Tin, 3 Eisen, ey, das ist ja so billig, ey. Mann, oh Mann. Weiß gar nicht, was ihr hier manchmal habt. Allesamt. Und ein Tin noch. Tin, 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 Tin. Tin. Ja. Easy. So. Das denke ich erstmal. Oh, jetzt ist der Sound abgestürzt. Nein. Warte mal, F3 und T. Mal ganz kurz Sound reloaden. Ja, wir reloaden den Sound. Dauert gerade einen kleinen Moment. Nö, das Sound ist verpackt. Ach man. So. Wie sieht so jetzt die Auslastung jetzt eigentlich mittlerweile aus? Ist nicht ausgelastet hier. Ne, der verstopft nicht. Ist nicht so mega schlimm ausgelastet. Der hat keinen Strom und keinen Stuff, tatsächlich. Doch, jetzt hat er Strom und wieder Stuff. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal jetzt gerade. Huch, da war gerade ein Leck. Ich würde dann einfach mal sagen, wir ziehen dann jetzt einfach. Nee, warte, stimmt. Ich wollte ja Essenz schon mal vorbereiten. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Dann mache ich einfach so. Und so, genau. Dann kann er den Tank hier mal noch füllen. Und dann schmeißen wir nicht so viel Essenz weg. So, den Scheiß will kein Schwein haben. So, genau. Da müssen wir. Das nervt halt immer ganz schön, aber egal, es ist mir irgendwo auch. So. Dann mache ich einfach mal so. Bisschen runterziehen den Scheiß. Oh, ich bin ein zu weit. Scheiße. Nicht Kabel verschwenden, das ist immer. Das war nur ein Kabel, was da verloren geht. Ne, das war eigentlich zu viel. So, und hier müssen wir das auch
anschließen. So, genau. Und das gleiche können wir jetzt auch noch mit den Fluid Conduits machen, die, welches mir gerade untergefallen ist. Leider. Das mache ich aber gleich. Das ist schön ein End.io. Ich kann jetzt einfach mal sagen, jo, mach mal. Und der macht dann auch. So, jetzt mangelt es aber gerade bei mir so ein bisschen an Kabel. Das bedeutet, ich muss mal schnell ein paar neue craften. So. Da brauchen wir mal ganz schnell Quite Clear Glass und Conduct Binder. So. Ja, das sind erstmal wieder ein paar. Das passt. Erstmal. So, nochmal Hover anmachen. Und dann ist auch das Jetpack bald leer. Aber die paar Minuten hält das jetzt noch aus. Muss natürlich aufpassen, nicht, dass wir gleich abstürzen, aber. Oh, 2,5 doch reicht noch. Bis wir hier sind. So. Machen hier natürlich Insert, ist klar. Und hier machen wir natürlich einmal so. Der mir auch hier mal die Essenz hergibt. Selbstverständlich. So, er kann natürlich auch die gespeicherte Essenz von hier nutzen, um das hier alles reinpumpen, quasi. Sozusagen. Das passt, das ging ja schnell jetzt gerade. Wenn der Oliver kommt, dann passt das auch. Pass mal auf, ich mach mal ganz kurz so. Und so, dann machen wir hier einfach Insert. Und wenn der Rest hat, dann soll er das da mit reinmachen quasi. Dann speichern wir hier noch ein bisschen Essenz. Das so wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber naja, gut, jetzt kriegen wir ja schon wieder nur Scheiße. Das bedeutet, wir machen mal ganz kurz so. Kann alles da in das System rein. Okay, jetzt muss ich aber mal ganz kurz das Take mal rein tun. Jetzt wird's unschön langsam. Mit der Füllmenge. So. Hydrogen haben wir ja noch eine ganze Menge. Aber warte mal. Kommt gerade kein Wasser mehr an. Kann damit zusammenhängen. Mit was kann denn das zusammenhängen, dass da kein Wasser kommt? Verstehe ich jetzt eigentlich nicht, dass da. Scheiße! Ich bin so ein Honk. Lol, ich hab's überlebt gerade. Nur. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Nein! Och, Manu! Ich wusste, dass das passiert! Hast du einmal kein Jetpack? Und schon bist du am Arsch. Wohlgemerkt. Oh, ich bin so ein Honk, ey. Ich bin so ein Honk. Mann. Ey. Ich wusste das, dass das passiert. Das war vorauszusehen. Dass ich genau dann darauf durchfalle, wenn ich kein Jetpack habe. So, das Jetpack ist jetzt aber wieder voll. Das ist das Gute. So. Jetzt brauche ich ein paar Blöcke. Das kriegen wir ja wieder hin. Ist ja kein Problem.
Die Dev-Info brauche ich eigentlich nicht, die ist dumm. So, ein bisschen Zeug hier. Es war so klar, dass die mich jetzt natürlich da runterschubsen. Ich mache jetzt einfach hier eine schicke Plattform. Einfach mal, das ist so ein bisschen hier diese Sterberegion, die ist eine sehr hässliche Region, sagen wir mal so. So, dann können wir problemlos, wenn wir das haben, hier unseren Scheiß hier wieder mitnehmen, genau. Ach, das haben wir sogar behalten. Okay, ja gut, das war jetzt nicht so schlimm. Aber es ist halt peinlich, wenn das passiert irgendwie. Ach man, das war so unnötig gerade. So. Jetzt haben wir aber wieder ein Jetpack. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier mal in den Hover-Mode. Ja man, hier kommt kein Wasser. Hier kommt wirklich kein Wasser. Hier ist Metallurgic Infuser, das ist Electrolytic Separator. Doch, hier kommt Wasser. Hier ist eine Wasserleitung angeschlossen. Meiner Meinung nach. Nur die ist gekappt, oder was? Warum kommt denn da nichts? Ist die gekappt? Ja, lol, die ist hier aber gekappt. Ja, lol. Guckt euch das mal an, die ist hier gekappt, die Leitung. Sabotage ist das. Wird hier Sabotage betrieben? Na, warte. Gib mir mal das hier, genau. Wer hat hier Sabotage betrieben? Och, Alter, dieses Scheißwasser, ey, das geht mir schon wieder so auf den Senkel hier. So, pass mal auf. Wir brauchen jetzt hier mal was her. Ich muss das irgendwie verbinden hier. Hallo, was machst du denn hier? Ja, danke, dass du dich damit mal verbindest. Nee! Mach doch mal das, was du sollst! Hallo? Danke. So. Jetzt haben wir den hier dran. Rein quasi. Disable. Und dann machen wir einmal so. Kommt dann hier auch mal wieder Wasser an. Das Wasser kommt noch nicht durch, weil hier immer noch unterbrochen ist. Ey, was macht denn der hier? Nicht kappen. Setzen. Hallo? Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade jede Aktion, die ich hier mache, also wenn ich hier was klicke, hat das irgendwie zwei Möglichkeiten, was da passieren kann. Aber irgendwie keine feste. Sowas habe ich jetzt hier abgebaut. Ja, ich habe gerade die Sturm zuvor gekappt. Fail. Ja, genau. So. Mann, das ist doch auch nicht normal. Ey, ganz ehrlich, komm. Runter. Jetzt mache ich das hier auf meine Art und Weise. Das kann nicht sein hier. Ist denn das? Zack, zack. Das Ape. Ja, pass auf, kannst auch so machen, das braucht hier keiner. Dann machen wir das jetzt so. Wer hat das eigentlich? Wieso, wo ist das eigentlich gekappt überhaupt? Das verrate ich nicht. Extract. Achso, es geht nicht, Extract von der Seite aus.
Dann machen wir nochmal Disable und dann machen wir einmal so und dann kommt hier auch Wasser rein. Hey Mann, oh Mann. Stellt sich hier auch gerade an, als wäre das hier gerade sonst was. Ist so. Stellt sich hier gerade wirklich an, als wäre das sonst was. Als wäre jetzt hier irgendwas Weltbewegendes. Natürlich überhaupt nicht genug Strom. Mal davon abgesehen, aber es ist mir jetzt auch gerade egal hier. So. Gut. Warum auch immer das gekappt ist, das raff ich jetzt mal gerade überhaupt nicht, aber naja. Wir brauchen jetzt mal ein Skelett. Und zwar in Form eines Reinforced Safari-Netz. Ein Single-Use Safari-Netz, was wir hier haben, funktioniert da nicht. Wir brauchen, wie gesagt, ein Reinforced. Dafür brauchen wir eine Ghast-Tier. Und wie der Zufall es will, haben wir hier ein Ghast-Spawn-Egg. Einfach mal schnell killen und schon haben wir eine Ghast-Tier. Nice, oder? Nicht nice? Ja, dann ist es halt nicht nice. Dann eben nicht. Oh, wir haben unnötig Sulfur. Egal. Dann weg damit. Die Ghast-Tier. Machen wir mal so. Dann haben wir ein Safari mit Reusable. Und dann müssen wir uns mal schnell ein Skelett einfangen. So, jetzt hopft mit mir mit, dass dann gleich die Bobfarm in die Luft geht. Das ist mir nämlich gestern leider passiert. Ein Skelett. So, guck ich. Genau. So. Da wäre sogar noch ein schönes Skelett gewesen. Ich lasse das Skelett nochmal frei. So. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz hier ein bisschen. Hoppa. Dieses Skelett will ich haben. Genau. Oder? Wollte ich das haben? Das will ich haben. Okay. Na, nur schade ist, dass mir das ja gerade verbrennt. So ein bisschen. Okay, Health 12. Das jetzt so einen Unterschied macht. Keine Ahnung. Ich esse jetzt mal ganz kurz was. Dann brauchen wir Bridgeward. Witchwater machen wir mit Wasser. Da brauchen wir einen Eimer. Die Eimer habe ich, glaube ich, auch weggeschmissen. Ich honk. Ich glaube, ich habe Eimer vernichtet. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Dann muss ich mal ganz kurz mit 12 Eisen mopsen, aber Eisen haben wir sowieso. Sowas von en masse. Dass das, glaube ich, keinen interessiert so wirklich. So. Erst Wasser, dann zur Barrel. So. Einmal so. Dann brauche ich einen Ascent Spore. Von denen war ja glücklicherweise auch und mal. Na gut, so viele haben wir von denen nicht, aber von denen brauchen wir aber auch eigentlich nicht viele. Von daher. Ist das egal, so, dann machen wir jetzt schnell Witchwater. Hallo? Was war das denn gerade? Für eine Mauszuckung hier. Okay, ja, wir haben viel zu wenig Strom hier. Geht hier nicht gut. Ja, können wir eigentlich auch noch bauen hier mal. Aber ich möchte das erst gleich machen, wenn das durch ist, weil wir müssen nämlich jetzt gleich erstmal auf 4 Skelette warten. Aber erstmal machen wir das fertig, dann kümmern wir uns um die zweite Windkraftanlage. Und dann ist okay. Witchwater. So, das streuen wir mal hier hin.
Witchwater ist gefährlich, habe ich das Gefühl. Blindness, das ist aber nicht sehr nett. So. So. Ach, scheiße. Komm, ich brauche hier dich, genau. So, F7 mal ein bisschen gucken, dass wir hier mal... So, genau. Und wenn wir uns das jetzt angucken, haben wir hier ein Wither-Skelett. Und dieses Wither-Skelett können wir jetzt hier einfach reinpacken. Wir wollen eine exakte Kopie des Ganzen. Und dann macht er mit Hilfe von Spawn, also von dieser Mob-Essenz, die wir ja kriegen. Man sieht, es verbraucht sich. Es worked. Das können wir übrigens zumachen hier. Da machen wir mit Hilfe von Mob-Essenz, also stellt ja quasi eine Kopie des Ganzen her. Das ist quasi einfach die... Ja, das Normale und... Egal. So. Und diese Wither-Skelette kann man jetzt killen und dann... gibt das... den ein oder anderen Wither-Schädel. Jetzt haben wir gerade erstmal noch ein bisschen Essenz. Die ist natürlich bestimmt gleich alle. Weil so unendlich haben wir davon nicht. Immer diese Lootbags. So, wir warten das jetzt einfach mal ab, bis wir nicht mehr genug Essenz haben. Jetzt im Moment haben wir so viel Essenz, dass wir nicht wissen, wohin damit. Deswegen geht das jetzt gerade im Moment noch schnell. Aber das lässt nach. Da brauchen wir gar keine Sorge haben eigentlich. Necrotic Bones. Die suchen wir aber nicht, wir suchen halt Skelette. Wither-Köpfe. Was ist mit der Energie los jetzt? Was ist jetzt mit der Energie los? Wir brauchen Strom. Hätte nicht gedacht, dass diese Stromproduktion nicht mehr ausreicht, aber... Na gut, wir haben es jetzt auch da angeschlossen jetzt. Aber trotzdem. Das finde ich nicht sehr nett. Wir warten jetzt mal den einen noch ab und dann müssen wir uns wohl mal um andere Dinge kümmern. Da müssen wir wohl mal den neuen Windpark bauen. Da ist er. Hat leider nichts gebracht, schade. Ja, es dauert natürlich jetzt lange, weil wir keinen Strom drauf haben. Wir haben echt ein Stromproblem. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt den Windpark. Wir kommen ja doch nicht drum rum. Gut, das Witchwater werde ich jetzt erstmal hier gleich wieder reinpacken. Nebenbei spawnt er vielleicht doch noch das ein oder andere Skelett. Ich werde da einfach mal ein bisschen drauf achten und dann kümmern wir uns jetzt hier drum. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mal 4, 7, 14, 21, 28 Windmühlen sind das hier, oder was? Windräder. 28, okay. Das heißt, wir craften jetzt einfach weitere 28 Windräder. Machen da die nächste Plattform. Einfach voll. Dann machen wir auf der Seite einfach eine Funktion. Gut. Hier oben auf jeden Fall mal eine Trashcan oder sowas. Weil die Lootbags, die will halt einfach echt kein Schwein haben. Kohle. Ach, scheiß auf die Bones oder auf die Necrotic Bones. Wir haben genug. So. Wind. Wind Generator. Warte mal. 28 waren es. 28 mal 3. 56. 56, 64, 74, 84. Kann das sein?
64 und nochmal 20. 84, ich weiß nicht, ob das jetzt hinhaut. Da ist jetzt gerade so grob im Kopf gerechnet, oder? So. Den Stack können wir schon mal drin tun hier und dann halt nochmal 20. Wenn wir dann soweit sind. Und dann noch eine Menge Gold und eine Menge Redstone. Wir haben keinen Strom mehr. Hammer. Wisst ihr was? Ich muss jetzt mal ganz kurz die Stromproduktion hier mal abklemmen. Die Dings abklemmen hier. Wir brauchen ganz dringend Strom. Ich klemme die jetzt mal ganz kurz ab und dann ist gut. Damit wir hier weiter jetzt Strom haben. So, wir brauchen ganz viel Redstone. Und ganz viel Gold. Sollte aber genug sein jetzt. Hoffentlich. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Wir brauchen 56 Stück tatsächlich nur. Nur ist gut. So, wenn wir 28 haben, dann kann ich schon mal mit dem Rezept anfangen, das da hinzusetzen. Ach, das brauchen wir auch noch hier. Ach du Scheiße. So. Haben wir. Und jetzt muss er noch 56 bauen. Wohlgemerkt, ja. Und dann brauche ich nochmal 28 Redstone. Zum Glück haben wir hier ganz schön was. 28 Redstone und 28 Osmium. Wenn das durch ist, kommt dann gleich das nächste. So. Ach so, okay. Schon mal die 1,28. Dann nochmal ganz kurz 56. Huch, Dann nicht. Wenn er das nicht haben will, dann kriegt er das auch nicht. Ganz einfach. Und dann nochmal 28. Ach, das Tin! Ach so! Scheiße. Ich hab gerade Tin genommen, kann das sein? Oh, ich bin Honk. Bin auch echt ein Honk, warte mal. So. Dann machen wir so. Und dann brauche ich nochmal 28. Jetzt hoffe ich, dass du mal weiter bist. Ey, immer noch so viel, ey. Alter. Wir können ja die schon mal hier rein tun. Ja, wir müssen gerade ein ganz bisschen warten. Wie viel Strom kriegen wir jetzt hier schon mal? Ja, jetzt haben wir schon wieder 6 Millionen RF, aber jetzt verbrauchen wir ja auch gerade nichts mehr. Wohlgemerkt, wurde jetzt eigentlich schon mal wieder ein Wither-Skelett gespawnt, oder? Tatsache. Das war jetzt nicht so skallig tatsächlich.
So, ah, das ist fertig jetzt. Sehr gut. Dann machen wir gleich fließenden Übergang. Sozusagen. Was? Ich brauche doch doppelt die doppelte Menge. Nochmal 28, 56. 56. Ach du Scheiße. Und... Nein, nicht so viel Redstone. So, weil wir eh warten müssen... Machen wir mal eins kurz so. Ja, ist blöd, wenn man warten muss, aber... Kannst du halt auch nicht ändern. Ist so. Man muss halt wirklich mal auf die Maschinen warten. Das ist halt... unveränderlich. So. Ich warte jetzt mal ganz kurz noch darauf. Dann machen wir einen schnellen Folgen-Cut sozusagen. Und dann ist auch egal. Dann kann das hier mal schon mal, während ich die Audiospur abspeichere, schon mal worken hier, genau. Das packen wir noch schnell nach oben. Genau, jetzt fehlen bloß noch die beiden und da brauchen wir das. Da können wir aber nächste Folge schon mit anfangen, tatsächlich. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.